Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch darüber reden, ein Leben mit Sinnhaftigkeit zu leben. Ja, ich möchte mit euch darüber reden, was es heißt, einen Zweck zu haben, ein Ziel, auf etwas hinzuarbeiten. Und ich denke, das ist eine der wichtigsten Dinge im Leben, dass man wirklich auch einen Zweck hat in dem, was man tut, dass man sich bewusst ist, ja, also dass man sich bewusst ist über die Ziele, die man hat. Denn ich denke, wir alle haben bestimmte Ziele. Immer wenn wir etwas machen, dann haben wir ein bestimmtes Ziel, ja. Wir lesen zum Beispiel, weil es uns Spaß macht, ja, weil wir uns weiterbilden, weil wir mehr Einsichten dadurch gelangen, ja. Das ist zum Beispiel ein Ziel des Lesens. Wir arbeiten, weil wir Geld brauchen, um zu leben, um zu essen, um eine gute Wohnung zu haben, also was. Und ich denke, wir machen aber auch viele Dinge, bei denen wir uns nicht bewusst sind, was das Ziel ist. Ja? Wir machen es, zum Beispiel, manche Leute, also ich war auch so früher, dass ich am Abend Computerspiele gespielt habe oder Fernsehen geschaut oder irgendwas, was nicht wirklich mich fördert, ja, und auch nicht mich fordert, ja. Also es ist weder so, dass es mich fordert, das heißt, mein Gehirn muss nicht viel arbeiten, und es fördert mich auch nicht viel, das heißt, ich wachse dadurch nicht, ja. Wenn ich ganz viel Computerspiele spiele, wenn ich ganz viel vor der Glotze hänge, also vor dem Fernseher, wenn ich ganz oft vor dem Fernseher hänge, also wenn ich ganz viel Fernsehen schaue, dann erfüllt das nicht einen guten Zweck, ja, beziehungsweise ich bin mir nicht bewusst, was es in mir erfüllt. Und ich denke wirklich, also ganz viel hat sich bei mir geändert, denn ich denke wirklich, wenn man versucht, bewusster zu leben und mehr einen Zweck zu haben im Leben, mehr ein Ziel. Im Englischen gibt es dieses tolle Wort Purpose. Ja? Purpose heißt im Deutschen so viel wie Ziel, Zweck, Bestimmung. Ja? Wenn ich mit Bestimmung lebe, mit einem Zweck, mit einem Ziel, dann erreiche ich meine Ziele viel effektiver und viel schneller, weil ich mir bewusst bin über diese Ziele. Ja? Und was ich ansonsten mache, ist eigentlich nicht wirklich leben. Ja? Gerade wenn man Computerspiele spielt, also ich war auch so früher, ja? Wenn man Computerspiele spielt und wenn man viel Fernsehen schaut, dann wird man fast wie ein Zombie. Ja? Man lebt nicht wirklich aktiv. Ja, man ist nur jemand, man lässt das Leben auf sich zukommen, ja. Alles kommt zu einem, so die ganzen Informationen zum Beispiel, ja. Wenn ich Fernsehen schaue, dann kommen die Informationen zu mir und ich bin passiv. Ich denke nicht viel nach, ich lasse das alles nur auf mich einwirken, ohne dass ich aktiv wirklich eine Rolle spiele im Leben. Und deswegen hat es bei mir so viel verändert, als ich versucht habe, mehr und mehr bewusst zu leben, mehr und mehr mir Ziele zu setzen, mehr und mehr einen Zweck zu haben im Leben, mehr und mehr eine Bestimmung. Und dadurch ist mein Selbstbewusstsein ganz doll gewachsen, ja. Also ich bin jetzt viel, viel selbstbewusster als früher, weil ich wirklich einen Zweck habe in meinem Leben, eine Bestimmung, ja, weil ich zum Beispiel, also eigentlich mein Hauptzweck, den ich jetzt erfülle, ist eben dieses Projekt voranzutreiben, ja. Mein Hauptzweck ist es, Deutschlernern zu ermöglichen, Deutsch auf eine wirklich inspirierende Art und Weise zu lernen, ja. Ich sehe, wie andere Leute Sprachen lernen, oder ich denke darüber nach, wie ich selber
Deutsch, wie ich selber, ich denke darüber nach, wie ich selber Englisch gelernt habe, wie ich Französisch gelernt habe und ich möchte, dass ihr anders, auf eine andere Art und Weise Deutsch lernen könnt. Ich möchte, dass ihr auf eine inspirierende Art und Weise Deutsch lernen könnt. Und deswegen ist momentan mein Zweck, mein Ziel, eben so viel Leuten wie möglich dies zu ermöglichen. Ja? Und das gibt mir sehr viel Kraft, das gibt mir sehr viel Energie. Und ich möchte, dass ihr auch dieselben Vorteile habt, dass ihr auch so viel Kraft und Energie für euer Leben habt. Aber dafür müsst ihr euch genau überlegen, was ihr in eurem Leben erreichen wollt. Ja? Was ist euer Zweck? Was ist euer Ziel? Und das wird nicht einfach sein, das rauszubekommen, was wirklich euer Lebenszweck sein soll, euer Lebensziel. Oder muss auch nicht Lebensziel sein oder Lebenszweck, sondern einfach nur Zweck. Ja? Fragt euch, wenn ihr euren Alltag lebt, ja? Wenn ihr morgens aufsteht, bestimmte Dinge macht, was auch immer ihr so während des Tages macht, fragt euch, was ist der Zweck hinter dem, was ich tue? Was ist mein Ziel? Warum tue ich, was ich gerade tue? Und erreiche ich meine Ziele auch auf eine gute Art und Weise, auf eine effektive Art und Weise? Funktioniert das, was ich mache? Oder muss ich mir eventuell andere Strategien überlegen? Ja? Und dann wirst du merken, wie du mehr und mehr wirklich Einblicke hast in dein Innenleben und was du eigentlich haben möchtest im Leben. Ja? Wenn du dir jedes Mal fragst, was ist das Ziel, was ich jetzt gerade in diesem Moment verfolge. Ja? Wenn du dieses Video gerade anschaust, dann ist bestimmt der Zweck, den du gerade erfüllen möchtest, ist Deutsch auf eine inspirierende Art und Weise zu lernen. Ja? Dein Zweck ist es, Deutsch zu lernen, und gleichzeitig auch noch andere Dinge fürs Leben zu lernen. Ja? Das ist der Zweck, den du wahrscheinlich jetzt erfüllst. Und das kann wirklich hilfreich sein, das sich wirklich im Kopf durchgehen zu lassen, ja? Im Kopf dir zu überlegen, was es gerade ist, was du momentan erfüllst, ja? Während des ganzen Tages. Ja? Frag dir das ruhig mehrere Male am Tag, was mache ich gerade, welches Ziel möchte ich erreichen, welchen Zweck soll das erfüllen, all solche Fragen. Und mehr und mehr bekommt ihr dann auch raus, was ihr vielleicht im Großen erreichen möchtet, ja? Was vielleicht euer Lebensziel ist. Ja? Ihr kommt vom Kleinen zum Großen. Ja? Vom Kleinen zum Großen. Ja? Wenn ihr mitkriegt, was ihr in einer bestimmten Stunde erreichen wolltet oder an einem Tag erreichen wolltet, dann könnt ihr auch herausfinden, was ihr in einem Monat erreichen wollt oder einem Jahr oder in 10 Jahren oder 20 Jahren oder in eurem ganzen Leben. Und das wird euch wirklich richtig viel Energie geben. Also ich kann das gar nicht genug betonen, aber wirklich seit ich mit mehr Bestimmung lebe, ja, seitdem ich mehr Ziele habe und auch wirklich eine Vision habe, seitdem ich mir vorstelle, okay, das möchte ich erreichen, ja, ich möchte eine Webseite schaffen, wo Tausende von Leuten Deutsch lernen können. Tausende von Leuten sollen Deutsch lernen mit dieser Webseite und das treibt mich total an. Ja, und das gibt mir auch die Kraft, all diese Videos zu machen, die ich momentan mache. Ich mache momentan jeden Tag ein Video und manchmal ist das schwierig, weil manchmal denke ich mir, oh, jetzt wieder ein Video machen. Worüber mache ich dieses Video denn? Weiß ich nicht. Aber dadurch, dass ich mir überlege, hey, es gibt so viele Leute, die richtig gerne Deutsch lernen möchten und die es
Und es gibt so viele andere Webseiten, die Deutsch auf eine ganz andere Art und Weise beibringen, wo sie sagen, so, jetzt müsst ihr Grammatikübungen machen, jetzt müsst ihr diese Übung machen und diese langweilige Übung. Und ich sehe das manchmal, wenn ich auf andere Webseiten schaue oder auf Twitter, und das frustriert mich echt, weil ich mir denke so, nein, das ist nicht gut, das ist nicht die Art, wie man Deutsch lernen sollte, das ist nicht, das ist doch langweilig, was ihr macht, ja. Und deswegen habe ich diese Vision, Leuten die Möglichkeit zu geben, Deutsch auf eine ganz andere Art und Weise zu lernen. Aber genug über mich, ich merke, ich rede sehr viel über mich, aber der Punkt ist auch wirklich, ich möchte, dass du wirklich dasselben Gefühle hast, ja, wirklich dieselbe Energie, und ich möchte, dass du auch mehr und mehr erkennst, okay, was sind meine Ziele, welchen Zweck möchte ich erfüllen, okay, wie möchte ich die Welt verändern, ja, wie möchte ich die Welt einen besseren Ort machen, okay. Und ich hoffe, es war sehr viel, über das du dir Gedanken machen kannst. Und probier es mal aus, dir mehr und mehr zu überlegen, okay, welchen Zweck möchte ich erfüllen? Welches Ziel habe ich? Was mache ich gerade jetzt in diesem Moment? Und ich hoffe, das wird dir mehr und mehr einen Einblick geben, in dein Innenleben und in das und dir viel mehr, ich hoffe, dass das wird dir viel mehr eine Idee geben, was du gerne machen möchtest, ja, was dir am meisten gefällt. Ich hoffe, es war hilfreich, und wir sehen uns morgen. Tschüss!